Ja, herzlich willkommen bei CapTrader. Mein Name ist Christian Weiß. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar. Mal was Neues, was wir uns überlegt haben. Ja, jetzt nicht mehr ganz so wie einmal angedacht. Vier Profi-Händler analysieren die Marktsituation, sondern wir sind jetzt nur noch drei. Ja, gut, aber beim nächsten Mal schauen wir mal, dass wir das wieder anders aufziehen können. Es hat das leider nicht geklappt, dass wir das zu viert machen können. Aber nichtsdestotrotz, Martin Görsch ist dabei, Daytrading Coach. Und ja, freue ich mich sehr, dass wir zumindest jetzt zu dritt einmal auf die Märkte schauen und dann einfach mal Aktien, Futures und so weiter analysieren und gerne natürlich auch für Fragen zur Verfügung stehen. Sprich, wenn ihr irgendwo bestimmte Werte sehen wollt oder analysiert haben möchtet, dann meldet euch bitte im Chat. Gut, wollen wir starten? Vielleicht kurz Martin, ich gebe mal zu dir, dann kannst du die Teilnehmer begrüßen und wenn du möchtest, auch schon beginnen. Ja, super. Dann mache ich das doch direkt mal. Dann erstmal von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ja, freue ich mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Der Mike war jetzt leider verhindert. Der hat ganz kurzfristig einen privaten Notfall reingekriegt. Deswegen ist er heute leider nicht mit dabei. Ich versuche hier seinen Part nach bestem Wissen und Gewissen mit zu übernehmen. Und ja, ich würde sagen, ich ziehe mir einfach mal den Bildschirm und Genau. dann so, da haben wir den Bildschirm. Dann gehe ich hier mal direkt in den Marktüberblick. Wie gesagt, Fragenfeld ist offen. Wenn Fragen sind, dann gerne. Vielleicht sage ich ganz kurz noch zwei Worte zu mir. Martin Görsch ist mein Name. Ich denke mal, die meisten werden mich kennen. Gehe noch mal ganz kurz hier gerade rein auf meine Website. So sieht das Ganze aus. Ja, da haben wir hier im Moment aktuell den Punkt Outperformance Workshop. Das war auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir das Ganze hier heute machen. Wir wollten einfach mal so ein bisschen zeigen, wie wir die Märkte so sehen, wie wir die ganzen Situationen beurteilen, wie wir sinnvolle Trading-Kandidaten finden. Das ist das, was wir hier in diesem Workshop Ende September, nämlich bei CapTrader auch in den Büroräumen zeigen. Da machen wir hier über 2 Tage, Samstag und Sonntag, der Mike und ich, ein Seminar und zeigen mal ein bisschen, wie man das denn schaffen kann, permanent quasi jedes Jahr die Märkte outzuperformen. Man muss sich ja als Händler eigentlich immer überlegen, was möchte man machen? Ja? Möchte man einfach nur irgendwie ein ETF kaufen und versuchen so, die Indexentwicklung 1:1 abbilden. Ja, das war sicherlich in diesem Jahr gut. Im letzten Jahr war es nicht so gut. Ja, die Händler, die das im letzten Jahr gemacht haben, die standen dann leider am Ende des Jahres mit einem Minus da. Und wir wollen einfach mal ein bisschen zeigen, wie man über Einzelwertauswahl und auch über eine Marktanalyse der Gesamtsituation, wie man das da schafft, im Prinzip am Ende des Jahres immer besser dazustehen als der Index. Ja, das kann man so ein bisschen mit einer Portfoliodiversifizierung machen. Wer mich verfolgt, der weiß das ja schon. Ich arbeite auch viel im Rohstoffbereich, bin aber auch sehr, sehr aktiv im Bereich US-Aktien. Und da kann man eben mit diesen Diversifizierungsmöglichkeiten über verschiedene Asset-Klassen schön eine Performance-Kurve stabilisieren. Und am Ende ist es so, wir schauen uns immer so ein bisschen an, wie sieht das große Bild aus? Ja, was macht der Markt im Moment? Da haben wir hier mal im Prinzip den langen Verlauf vom S&P 500. Na, da ist am Ende das, ich hole mal gerade ein kleines Zeichentool mit rein, da ist am Ende das, was für uns wichtig ist, immer zu schauen, in welche Richtung läuft der übergeordnete Trend. Ja, und da müssen wir, glaube ich, nicht lange überlegen. Der läuft hier von links unten nach rechts oben. Na, wir haben hier Mitte 2017 so im Bereich 2200, 2300 Punkte angefangen. Stehen jetzt aktuell bei 3.500 Punkten. Da ist also eine Menge Holz zu verdienen gewesen. Allerdings, ja, das große Problem, was wir hier haben und was viele Händler auch in der Zwischenzeit in den langfristigen Positionen aus dem Markt gerissen hat, war eben dieser extreme Abverkauf hier im Februar und im März. Na, wenn wir uns das anschauen, da haben wir, ich hole mal hier den Ruler rein, dann
Sehen wir mal kurz, was das in Prozent war hier. Da haben wir eine 35% Rücksetzerbewegung gesehen. Ja, und sehr ungewöhnlich. Wir haben direkt unten das Peak gesehen, haben dann hier diese klassische V-Bewegung gesehen. Und wenn wir jetzt hier mal auf den Prozentwert schauen, ja, dann sehen wir, 62% vom Tief hat sich der Markt inzwischen wieder nach oben bewegt. Jetzt frage ich mal, welcher Händler ist seit März auf seinem Account 62% vorne? Ja, wahrscheinlich kaum einer. Und das ist so ein bisschen das, was wir einfach mal zeigen wollen, wie man in diesen Zeiten und mit diesen Situationen dann umgeht. Na? Ja, das Wie ist ja seht auch ihr immer beide? schwierig. Das ist ja auch Bitte? immer schwierig. Ja. Das ist ja immer schwierig. Ich sage mal, wie soll man 62% machen? Da muss man ja schon all in investiert sein, ja, mit dem gesamten Kapital, was man im Grunde genommen zum Traden dann zur Verfügung hat. Und ja, und das im größten Crash oder im schnellsten Crash der letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre. Ja, und oder man hat eine Buy-and-Hold-Strategie, wo man jeden Börsencrash mitnimmt, dann ist man natürlich dabei. Ja, Ja, aber wobei es natürlich, das ist eben das große Problem, ne? Wenn wir mit einer Buy-and-Hold-Strategie unterwegs sind, dann haben wir hier seit Februar 2017, ja, bis jetzt gerade mal 3,5% verdient. genau. Ja, da haben wir 3,5% verdient seit Februar und haben zwischenzeitlich eine Performance gehabt im Depot, da wird es einem ja schwindelig. Ja, und die meisten Händler, die oder die meisten Investoren auch, die eben aktiv auf ihre Charts schauen, die halten sowas einfach nicht durch. Ja, da ist kaum einer über die gesamte Zeit mit dabei. Das sind wirklich nur die Anleger, die das quasi nebenbei machen, die sich gar nicht so groß um die Märkte kümmern und die dann auch gar nicht wirklich wissen, wo sollen sie denn jetzt aus ihren Positionen raus oder wo sollen sie nicht raus. Ich mache das über eine sehr einfache Art und Weise. Ich kann ja mal zeigen, ganz kurz hier, den Hauptindikator, den ich verwende. Das ist mein eigener Trendindikator. Ich nehme mal gerade den Rest hier raus. So, ja, das ist mein Indikator, Görsch Trend. Und wenn wir mal schauen, wann der hier in die Abwärtsrichtung gedreht hat, beim S&P 500, ja, das war hier in der Tageskerze vom 25. Februar. Das heißt, da haben wir noch nicht mal den Corona-Crash gesehen, da hat das Ding schon in die Abwärtsrichtung gedreht. Und da muss man dann als Händler einfach auch flexibel genug sein, zu erkennen, okay, wir haben hier in 3 Handelstagen die Bewegung ja von mehreren Wochen wieder ausgelöscht. Das ist ein ganz klares Momentum. Und ich ja. weiß noch recht gut, dass wir zu dieser Zeit hier auch ein größeres Webinar hatten. Da habe ich mir so eine Bulle-Bär-Geschichte geliefert, so ein bisschen mit einem anderen Händler. Und da haben wir hier noch ganz klar darauf hingewiesen, dass wir eine schöne Bullflag hier gerade sehen in dieser Korrektur. Und dieser Ausbruch, der war definitiv auf der Unterseite zu handeln. Ja, das Gleiche hatten wir im Prinzip hier nochmal über 3 Tage. Auch so eine kleine Korrektur-Range, die wieder nach unten verlassen worden ist. Und das sind ganz klare Setups für die Unterseite. Ja. Und wenn man dann sieht, dass die Bewegung irgendwann beendet ist, ich mache das immer ganz gerne hier über die Steigungswinkel bei mir vom Indikator, wenn ich sehe, diese roten Kerzen, die wären deutlich kürzer und das Momentum geht eben raus und die Trendstärke geht raus aus so einer Abwärtsbewegung. Dann bin ich auch gerne bereit zu schauen, wann hier die nächsten Long-Signale wieder kommen. Und da hatten wir eigentlich hier eine schöne Möglichkeit, ja, hier in dieser Bullflag, die sich hier entwickelt hat, ne? Eine schöne Fahnenstange über 5 Tage, 6 Tage, eine schöne Flag. Und dann war hier ein sauberes Ausbruchslevel. Und das war die nächste Möglichkeit, hier wieder zu kaufen. Ja, ich glaube, hier unten hat tatsächlich niemand gekauft, außer vielleicht mal irgendeine Einzelaktie. Ich weiß noch, ich habe in dem Bereich da unten eine Amazon nochmal nachgelegt, weil es halt ein günstiges Level war und ich da schon länger drauf gewartet habe. Sowas bietet sich dann an, aber ich glaube, kaum jemand geht da unten all in. Ja. Ja, wahrscheinlich muss man auch dann mehrere Versuche starten, ne? Also mit dem Einstieg. Ne? Man hätte ja auch schon Wochen davor schon denken können, oh, hier war ein Tief, jetzt steige ich mal ein. Ne? Das ist ja Ja. gerade schwierig. Ne? Wer steigt denn genau jetzt mit einem einzigen Trade am Tief ein? Also das ist ja unmöglich. Ja, Von daher, das ja, ist schon da gehören dann auch korrekt, Fehltrades dazu. wobei es sehr, sehr hilfreich ist, sich in solchen Situationen auch ein paar ganz einfache Indizes anzuschauen. Zum Beispiel, was sich immer gut macht, ist ein ganz simpler Donkian-Channel.
in einer relativ engen Zeitrange. Ja, ich zeichne den mal hier über 4 Tage ein. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, ich nehme nochmal die gleitenden Durchschnitte hier raus, sonst ist das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen irreführend. Das, was wir eigentlich auch nicht brauchen, ist hier die mittlere Begrenzung. Die nehmen wir auch mal raus. Und die untere Standard ist ja eigentlich 20, ne? So nach dem Turtle Trader, ne? Genau, das ist eigentlich der Standard, aber damit arbeite ich überhaupt nicht, sondern das, was mich interessiert, sind hier kurzfristige Einstiegspunkte. Das heißt, wo sind dynamische Bewegungen eventuell beendet? Und das mache ich gerne mit einem Dreier-Donkchen oder mit einem Vierer-Donkchen. Den benutze ich zum einen, um Stops hinterherzuziehen in Aktienpositionen, die ich aggressiv managen möchte. Den kann man aber auch sehr gut benutzen, um hier einfach einen Einstieg zu triggern. Ja, wenn wir sehen, wir haben ein extremes Momentum hier drauf und schauen jetzt einfach mal, wie diese grüne Linie hier läuft, dann sehen wir, dass die obere Begrenzung von dem Donkian Channel, das ist am Ende nichts anderes als das höchste Hoch der letzten 4 Handelstage. Uns wird hier das höchste Hoch der letzten 4 Handelstage gezeigt. Und wir warten jetzt im Prinzip für einen ersten Einstieg, dass überhaupt erstmal diese grüne Linie sich nach oben bewegt. Ja, das bedeutet, dass wir das erste Mal von 4 Handelstagen ein höheres Hoch bekommen. Über die gesamte Phase hier vom 20. Februar bis 24. März gab es nicht eine einzige Möglichkeit, hier einzusteigen, weil wir ständig fallende Hochs gesehen haben. Wir haben nicht einmal 4 Tage hintereinander, wo der Markt ein neues Hoch gemacht hat. 1, 2, 3 Tage hintereinander ist das höchste der Gefühle. Da sind wir nicht drüber gegangen. Ja, und dann ist das Ding direkt wieder weiter abgerauscht. Und solange so ein extremes Momentum da drauf ist, solange sollte man nicht kaufen. Zumindest nicht, wenn man Swing Trader ist oder kurzfristiger Händler ist. Wenn man Investor ist, hey, dann sage ich immer, ist es relativ egal. Weil ich sage mal, die letzten 20%, die der Markt nach unten macht, die macht er meistens auch ganz schnell wieder nach oben. Da ist man mal kurz unter Wasser und dann ist man aber auch relativ schnell wieder vorne. Ja. Aber das ist so die erste Variante, die man nutzen kann, um solche Einstiege in extremen Momentum-Situationen zu finden. Ja. Ich habe, glaube ich, auch im nächsten Traders Magazine habe ich eine Handelsstrategie drin für Edelmetalle. Und da ist genau das die Einstiegsvariante. Ja, mit einem Dreier-Donkchen einfach darauf zu warten, dass wir ein höheres Hoch sehen und dann wird gekauft. Und das Ganze dann eben vor dem Hintergrund, dass wir eine Extrempositionierung bei den Commercials haben. Ja, das ist ja so ein bisschen noch mein Steckenpferd im Rohstoffbereich, ja, CUT-Daten. Ja. Das benutze ich als Basis für die Richtungserkennung und dann nutze ich tatsächlich genau diesen Donkian Channel, um die Einstiege zu finden. Nutzt du das auch für einen Short-Einstieg? Ja, man kann das für einen Short-Einstieg nutzen, aber ich bin mit Shorts, also im Rohstoffmarkt benutze ich das. Im Aktienmarkt bin ich sehr, sehr vorsichtig mit Short-Positionen. Ja, also ich bin im Aktienbereich ein typischer Long-Händler und ich schaue mir gerne an, wie der übergeordnete Markt läuft, wie also die gesamte Marktsituation ist. Das heißt, ich schaue mir den S&P an, ich schaue mir den Nasdaq an, ich schaue mir auch gerne den Russell an, weil das wichtig ist, ob sich so eine Rallye, wie wir sie jetzt im Nasdaq gesehen haben, ob die sich auch auf die breite Masse der Aktien überträgt. Das schaue ich mir gerne an und danach entscheide ich, ob ich überhaupt Short-Positionen im Depot halten will. Ja, und meine ganzen Depots momentan im Aktienbereich sind tatsächlich long-only. Ich halte nicht eine Short-Position. Ja, und wenn ich sowas mache, dann mache ich das gerne als Hedge, dass ich bestehende Long-Positionen mit Shorts so ein bisschen abhedge. Oder wenn wir tatsächlich in einen intakten Abwärtstrend gelaufen sind. Also ich habe in der Zeit hier im März, hatte ich ja auch in den Börsendiensten, die ich betreue, von hier an ungefähr Short-Positionen aufgebaut. Ja, die liefen dann auch so ungefähr bis hier, bis wir hier dann doch wieder ein bisschen deutlicher hochgekommen sind. Aber das sind dann so Situationen, wo ich auch gerne mal Short gehe. Ja. Da haben wir jetzt angesprochen, lieber Martin. Breakout. Bitte? Wo du gerade gesagt hast, in deinen Börsendiensten, das sind aber hauptsächlich dann US-Aktien, die du handelst oder dann auch jetzt wie hier in dem Beispiel der Future, der S&P E-Mini. Also wir haben jetzt tatsächlich gerade ganz aktuell, ganz neu, ich hole das mal rein,
Das ist hier auch vielleicht für alle interessant, die jetzt zuschauen, weil das für die ersten 30 Tage komplett kostenlos ist. Ich hole das mal kurz rein. Weil wir Genau, hatten da uns haben ja wir einen letztes Mal schon Screen. hier bei uns in Düsseldorf getroffen zu einem Interview und da hast du uns ja auch schon erzählt, dass du jetzt nicht mehr der Daytrader bist, sondern eher ein Swingtrader und auch Ja. ja, verstärkt halt auch US-Aktien handelst. Ne? Also deswegen, klar, ich sehe das gerade America's Most Wanted, aber da kannst du gerne Genau, natürlich was zu sagen. das ist ein reiner US-Dienst, weil das eben auch genau das ist, wo ich mich im Aktienbereich aufhalte. Ja? Der Mike genauso, ich mache das zusammen mit dem Mike Seidel. Und der ist genau wie ich überwiegend im US-Markt unterwegs. Ich habe kaum Positionen aus irgendwelchen anderen Ländern. Das ist wirklich sehr überschaubar. Ich würde mal sagen, 90% meines Depots und fast 100% meiner Aktientrades werden in US-Märkten gemacht. Und ich packe mal gerade den Link in den Chat hier rein. Ja, da kann sich jeder, der möchte, einfach mal für 30 Tage das Ganze kostenlos anschauen. Da haben wir jetzt ganz frisch gestartet. Es ist ein einziger Trade, eine einzige Position erst offen. Die kann ich auch gleich noch mal kurz zeigen, wenn wir in die Einzelwerte reingehen. Aber da sieht man dann eigentlich schön, wie wir arbeiten und wie wir unsere Depots aufbauen. Ist auch ein wirklich günstiger Dienst, ja, kann man nicht anders sagen. Wenn man das im 12-Monats-Abo macht, dann kostet das Ding keine 20 € im Monat. Das ist billiger als ein Fitnessstudio. Ja, und wenn man damit ein bisschen Geld verdienen kann, ist es ja schon eine schöne Sache. Ja. Definitiv, hört sich interessant an. So, und am Ende geht es ja im Moment eigentlich darum zu schauen, ja, wie weit kann denn diese Rallye noch laufen? Ja, ich weiß ja nicht, wie seht ihr denn das? Ich meine, ihr seid ja auch den ganzen Tag am Markt und ihr handelt ja auch durchgehend. Wie seht ihr denn das? Ja, also ich sag mal, was man sich ja auch anschauen kann, ist zum Beispiel jetzt, wenn man die relative Stärke sich anschaut, ja. Also, ich sag mal, auf den Niveaus, wo wir jetzt aktuell sind, ist schon, ja, war man nicht so häufig, ja, auch bei den Indizes, ne? Ich meine, gut, im starken Trend laufen die natürlich weiter, ja, bis zum geht nicht mehr auf gut Deutsch, ja, da ist auch ein RSI über 80 nichts Besonderes. Nur, das sind natürlich schon die ersten Warnzeichen. Oder aber, wenn wir bei einzelnen Werten schon Divergenzen sehen, ist ja auch ein Thema, was dich auch immer wieder interessiert oder womit du eben so viel machst. Das sind so Dinge, wo ich darauf achte, wo ich auf jeden Fall schaue, wenn es da die ersten Anzeichen gibt, auf jeden Fall die Stops sehr, sehr eng nachzuziehen. Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt schon was mitgenommen hat und hat Gewinne in bestimmten Bereichen, schadet es ja nicht, die Stops relativ eng vielleicht nachzuziehen, wenn es wirklich mal wieder ein bisschen deutlicher nach unten geht. Ja, das heißt ja nicht, dass ich dann wieder in die Werte rein kann. Ja, das ist ja immer so. Ja, das Problem bei vielen, die sind einmal ausgestiegen, ja, bei Apple und gehen nie wieder rein. Ja, also ich meine, ich kann heute aussteigen und 3 Tage später wieder einsteigen. Ja, das ist ja nicht verboten, ne? Klar, nicht immer macht das Sinn, das ist natürlich auch der Fall, aber der Wiedereinstieg, der wird oft vergessen. Ja, also wenn man Das einmal stimmt. ausgestoppt wurde, ja, dann guckt man sich wieder neue oder andere Aktien an und plötzlich läuft dann die Aktie, die man hatte, völlig davon. Und geht mir natürlich auch teilweise so, aber ich sag mal, ich habe da schon ein bisschen mehr den Blick auf den Wiedereinstieg, wenn ich irgendwann mal rausgeflogen bin, sodass ich dann nicht was verpasse, wenn es wieder wirklich in die Richtung geht, wo es vielleicht vorher mal war. Ne? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also eigentlich beides, was du da gesagt hast. Ja, zum einen relative Stärke und da ist ja der RSI nur eine Sache, die man sich anschauen kann. Was ich sehr gerne mache, ist mir relative Stärke anzuschauen nach Levi. Ja, und zwar für Einzelaktien. Ne? Ich habe hier sieht man ja eine sehr, sehr große Liste an Aktien die sortiere ich mir dann auch einfach gerne mal kurz nach dem RSL-Wert, also relative Stärke nach Levi in der Standardeinstellung im Prinzip. Und dann sieht man hier schon, was in dieser Liste, das sind jetzt natürlich alles ganz gute Aktien, ja, das sind alles Aktien, die mich gerade irgendwo interessieren, aber dann sieht man schon, wie die sortiert werden nach der aktuellen relativen Stärke. Ja, und da ist hier gleich einer meiner Lieblingskandidaten momentan.
Die Calyx finde ich ein sehr schönes Setup. Und das ist im Prinzip auch mal was, was ich jetzt zeigen wollte, weil du ja gesagt hast, ja, okay, aber wer steigt denn da unten wieder ein? Ja, wenn wir da im S&P 35% zurückgekommen sind, wer steigt denn da wieder ein, wenn die Märkte noch in Abwärtsrichtung sind? Und da kommt nämlich jetzt der Punkt rein, dass es sehr clever ist, sich mal Einzelwerte anzuschauen und zu versuchen, über ein Stockpicking Werte im Depot zu haben, die sich deutlich besser entwickeln als der Durchschnitt. Ja, und der Durchschnitt oder die Benchmark ist für mich, für meinen Handelsansatz immer der S&P 500. Genau. Und wer so ein bisschen mein Trading verfolgt, der wird sehen, dass die Einzelwerte, die ich im Depot habe, durch die Bank alle klare Outperformer sind gegenüber dem S&P. Ja. Wenn wir uns Calyx mal anschauen, ich kann einmal kurz erklären, was ich hier drauf habe an Indikatoren, weil das genau die Sachen sind, auf die ich achte. Das ist einmal hier ein ganz normaler Slow Stochastic. Den schaue ich mir an im Tageschart und im Wochenchart. Im Wochenchart interessiert mich auch der RSI. Und da ist es jetzt ganz wichtig zu verstehen, dass ein RSI auf dem Wochenchart eine völlig andere Bedeutung hat als ein RSI auf dem Tageschart. Ja, das heißt, wenn wir uns ein RSI auf dem Tageschart hier anschauen und sehen, hey, wir sind hier in einem Bereich, ja, so um 80, also im klassisch überkauften Bereich, ja, da sollte man eh mal ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Klar. Einzelmärkte sehr, sehr lange überkauft bleiben können. Aber wenn wir das hier sehen, dann ist das immer so ein Warnzeichen und man sieht auf dem Chart, hier auch im Tageschart, schön, wenn wir in diesen überkauften Bereich kommen, dann haben wir häufig danach auch erstmal eine Korrektur. Ja, hier genau das Gleiche, wir kommen in den überkauften Bereich, erstmal eine Korrektur. Hier auch, ja, wir kommen in den überkauften Bereich und wir machen hier erstmal wieder 5 Tage Korrektur. Das ist auf Wochensicht häufig etwas anders. Das heißt, wenn wir eine Aktie haben, die sehr trendstabil ist und der RSI liegt im Bereich 70 oder darüber, dann ist das eher ein positives Zeichen. Ja, das sehe ich sehr, sehr gerne bei Aktien, die ich kaufen möchte, dass der RSI auf dem Wochenchart jenseits der 70 ist. Na, und hier sehen wir auch, wie sich das Ding entwickelt hat. Die ist brutal nach oben abgegangen. Wir sehen aber hier auch, dass im ganzen Vorfeld schon seit April sich diese Aktie hier deutlich besser entwickelt hat als der S&P 500. Ich habe immer den S&P 500, das ist, hier ist die Year-to-Date-Ansicht, also Okay. seit Anfang des Jahres im Prinzip. Da gab es die noch nicht, aber das Gelbe, was wir hier sehen, ist die Kursentwicklung vom S&P 500 und das Blaue, was wir hier sehen, das ist die Kursentwicklung der einzelnen Aktien, die ich mir hier anschaue. Ne? Und das, was mich hier gerade besonders Aber hast interessiert, ist du dann. ganz kurz, hast du da ein Ranking oder wann springt dir so ein Wert denn jetzt, sag ich mal, in den Fokus? Wenn der jetzt an Top 1 ist da nicht dann schon das meiste gelaufen oder Nee, wie das, siehst du das? man denkt das, ja, aber das im Prinzip das, was der RSL macht, ist, der misst den Abstand von einem gleitenden Durchschnitt, wie weit wir von diesem gleitenden Durchschnitt weg sind. Und das, was da ganz typischerweise läuft, ist, dass Aktien, die sich sehr schnell von diesem gleitenden Durchschnitt weit entfernen, die laufen typischerweise auch nochmal deutlich weiter. Ja, das sind also nicht unbedingt Werte, die ich ins Investmentdepot nehme, sondern es sind Werte, die ich gerne benutze für meine Swing-Trading-Strategien. Na, und ich habe schon öfter mal so eine Liste gezeigt. Wenn man sich das vielleicht in alten Webinaren mal anschaut, was für Werte da oben aufgetaucht sind und wie lange die noch weitergelaufen sind. Eine Square ist schon sehr, sehr lange hier ganz, ganz oben dabei. Na, die ist im Prinzip seit dieser Aufwärtsbewegung hier, seit dieser starken Bewegung hier auf dem Wochenchart, ist die Square ganz oben mit dabei. Ich meine, man sieht das auch. Na, wir haben hier das Hoch vom 17. Februar, was wir uns gerade auch im S&P angeschaut haben. Und da sind wir im Mai schon drüber gelaufen. Und das ist auch nur was, was ich immer wieder erwähnen kann und immer wieder den Tipp geben. Schaut euch Einzelmärkte an im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Und wenn ihr seht, dass ein Gesamtmarkt wie der S&P, den wir jetzt hier gerade gesehen haben, ja, da waren wir im Mai hier drüben. Der hat gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte von diesem Abverkauf ab 17. Februar korrigiert. Und wenn ihr jetzt Einzelwerte findet, die zu so einer Zeit, wo die Indizes noch lange nicht am Hoch sind, die zu so einer Zeit schon neue Hochs machen, das sind die Kaufkandidaten. Ja, Aber und da ist die gesamte. sind das dann Aktien, die kontinuierlich steigen? Aber es gibt ja auch, sag ich mal, wenn wir Salesforce nehmen,
Ja, da ist natürlich die relative Stärke jetzt auch nach Levi besonders hoch, aber die haben natürlich einen Mega-Gap gemacht jetzt, ne, wegen der Earnings und wegen Aufnahme in den Dow Jones. Ja, Ja, alles fliegt richtig, sowas aber raus, wenn du dir sowas anschaust, oder ist das jetzt nee, das einer? Nee, das nehme ich auf gar keinen Fall raus. Ja? Ja, ist Salesforce finde ich ein super Setup gerade. Ne? Wenn wir uns das auf dem Tageschart hier anschauen, dann haben wir hier ein schönes Earnings Gap, haben nochmal richtig einen draufgesetzt. Ja, das ist so ein, ich nenne das gerne ein Power Earnings Gap. Und jetzt laufen wir hier in ein Wimpel. Ja, finde ich mega. Ganz ehrlich, für einen kurzfristigen Trade. Ist das ein Verhalten, was man ganz häufig sieht? Eine Aktie baut Momentum auf über 1 oder 2 Tage und macht dann vielleicht so 2, 3 Tage Pause. Und nach dieser Pause geht es ganz häufig sehr dynamisch wieder nach oben. Ja, und so eine Pause kann sich in verschiedenen Leveln abspielen. Das kann tatsächlich sein, dass wir hier auch so ein, zwei. Ja, rote Tage sehen und dann einen größeren grünen. Ja, und wenn man das dann so sieht wie hier, dass wir tatsächlich keine wirklichen Rücksetzer sehen, sondern dass alles auf hohem Niveau hier quasi seitwärts läuft, dann haben wir oft sehr gute Chancen, dass der nächste Breakout, der hier läuft, dann auch wirklich dynamisch ist und auch kräftig weitergeht, dann vielleicht über 1, 2, 3 Handelstage. Ja, also Okay. ich finde, das ist ein sehr schönes Setup. Das ist auf jeden Fall nichts, was ich für einen kurzfristigen Trade aussortieren wollen würde. Ja, ist ein interessanter Ansatz, ne? Ich meine, das gibt es natürlich auch auf der Short-Seite, ne? Ich sag mal, der Gesamtmarkt kann steigen und wir haben Einzeltitel, die besonders stark fallen, ja. Und das ist auch mal Genau. wieder interessant. Ja, ich meine, Genau. da kann man sich der Kali und Salz angucken, die seit Jahren ja schon fast fallen, ja, weil es einfach da nicht weitergeht und mit China Probleme gibt und so weiter. Das kann die verschiedensten Gründe haben, warum auch immer, ja. Aber klar, es gibt immer Aktien, die, sag ich mal, aus der Reihe tanzen und die sind natürlich interessant für Swing Trades oder für kurzfristigere Trades. Absolut, ne? Und da muss man im Prinzip dann auch in der Liste der Aktien, die man so auf der Watchlist hat, nur mal nach unten schauen, ja, wenn wir das Ganze nach relative Stärke sortiert haben. Ich habe natürlich, weil ich hauptsächlich long bin, überwiegend starke Kandidaten hier in der Liste drin, aber ich habe natürlich hier auch ein paar schwache Werte drin. Tesla und Apple, ja, die sortieren wir jetzt hier mal raus. das ist wohl eher durch den Split, dass die hier unten auftauchen. Aber hier haben wir natürlich Definitiv. dann auch schwächere Werte drin. Ja, was haben wir denn hier zum Beispiel? Eine Gilead Sciences, ja, da sehen wir, wie die hier seit Tagen abwärts läuft. Ne? Adelix hier, also Healthcare ist im Moment ein bisschen schwach alles. Ne? Ja, auch Und dann. Helmerich und Payne, ne, die du da drunter hast, ist natürlich ein super Dividendenwert, aber wenn der Kurs dann so dermaßen nach oben geht, ne, das ist eine Zeile tiefer, Helmerich und Ja. Payne. Dann bringt das natürlich, bringt auch die beste Dividende nichts. Genau, ja, und dann gibt es natürlich eben auch noch so Kandidaten, ja, hier wie so eine ProSieben oder so, wenn man sich die mal auf dem Wochenchart anschaut, ne, und dann mit so einem Trendindikator auch arbeitet, wie ich ihn hier habe, ne, die war ja hier ganz schön aufwärts gerichtet, ich sage mal so bis 46, 50 €, und dann haben wir hier im Prinzip seit 45 € hat das Ganze gewechselt vom langfristigen Aufwärtstrend hier in den langfristigen Abwärtstrend. Ja, und dann kennt das Ding auch tatsächlich nur noch eine Richtung. Und das ist was man super schön benutzen kann, wenn man so ein Portfolio diversifizieren will. Ich mache das immer dann ganz gerne, wenn ich sehe, dass im großen Marktüberblick das Ganze jetzt hier schwierig wird. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im S&P hier gesehen hätten, nach dieser initialen Abwärtsbewegung eine Korrektur und dann nochmal ein neues Tief gesehen hätten, dass wir hier tatsächlich in einen intakten Abwärtstrend kommen, dann fange ich an, solche Kandidaten gerne auf der Short-Seite zu nehmen. Ja, und dann nehme ich auch eben gerne die, die schon eine Weile im Abwärtstrend sind. Weil im Prinzip ist ja dieses ganze Konzept der relativen Stärke so aufgebaut, dass wenn der Gesamtmarkt steigt, dann sollten Werte, die relativ stark sind, stärker steigen als der Durchschnitt. Und wenn der Gesamtmarkt schwach ist und fällt, dann sollten die Werte, die sowieso relativ schwach sind, stärker fallen als der Rest. Ja?
Und das ist so eigentlich mein Hauptcredo im Aktienbereich: Stärke kaufen und Schwäche verkaufen. Und ich weiß, dass viele das genau andersrum machen. Ja, gerade bei Wie ist den denn das? privaten Händlern, die zu Hause sitzen, die versuchen immer irgendwo die Tops abzugreifen, ja, eine Tesla zu shorten oder ein Low abzugreifen, ja, und irgendwie dann so eine Pro-7 irgendwo unten zu kaufen. Das kann natürlich sein, dass man da mal schön eine 20-25% Korrektur erwischt, ne, und gut dabei ist, aber langfristig die Wahrscheinlichkeiten, die stehen einfach gegen einen. Potenzial ist natürlich größer, wenn ich jetzt sage, meine Aktie habe, die stark abverkauft wurde, dass die dann auch ja, schnell sich mal wieder erholt. Ja, aber das sind Ja, vielleicht das dann sehe ich auch halt nur nicht so. so. Ja, Nee, das nee, sehe ich nicht. ich sehe es auch nicht so, aber das ist ja bei vielen, Genau, ja, ja, das die das denkt man gut nicht. machen. Die dann sagen, ja, oh, Genau, das super, denkt man jetzt nicht, weil die die ist so weit gefallen, die muss ja jetzt genau. wieder steigen und die hat ja nach Genau. oben viel mehr Platz als eine, die schon ganz oben ist. Ja, Ja gut, und es gab jetzt ein paar Beispiele darauf jetzt in der gewinnen. jüngsten Vergangenheit, wie eine Boeing, die dann mal schnell 100% gestiegen ist. Ne? Das sind natürlich Ja. Ausnahmefälle oder bei den ganzen Kreuzfahrt-Cruise-Line-Gesellschaften, ne, die dann schnell 100% gemacht haben, aber sich Ja. natürlich langfristig nach wie vor nicht erholt haben. Eben, und das ist immer genau der Punkt, ja. Und wenn ich sehe, so eine Aktie hat 100% gemacht und ist aber immer noch 30, 40% unterm All-Time-High, dann interessiert mich das halt einfach nicht. Ja. Das ist wirklich nur Wie mal für siehst du so einen denn, schnellen Zocker. Martin? Wie siehst du denn jetzt die aktuelle Situation bei den Technologiewerten? Ne? Also ich meine, da ist ja schon sehr extrem, wie der Nasdaq gestiegen ist. Du sagst ja gerade Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Ja, soll man jetzt noch Stärke kaufen? Also soll man jetzt noch in eine Tesla Long gehen oder in eine Apple? Oder wenn man Long ist, wann sollte man rausgehen? Ne? Also hast du da Also ja auch klare Kriterien Tesla oder? und Apple sind für mich ganz schwierige, ganz schlechte Beispiele eigentlich. Also eine Tesla, das habe ich noch nie verstanden, was da läuft. Und auch gerade das, was jetzt in der letzten Zeit läuft, dass wir gestern nochmal 12% gemacht haben, nur weil es diesen Split gab und hey, die ist ja jetzt wieder billig, kann man ja wieder kaufen. Das macht für mich wenig Sinn. Ich sehe die Fantasie, die in der Aktie drinsteckt, die sehe ich durchaus, aber da gibt es für mich momentan einfach bessere Werte, die ein höheres Potenzial haben. Ja, eine SHLL oder so eine Workhorse oder so, die auch im Elektrobereich sind. Oder vielleicht sogar eine NIO oder eine Li, die auch eben im EV-Bereich drin sind, die aber eben ja, noch eher am Anfang stehen, die noch keine hohe Bewertung haben. Ja, wobei die SHLL, die hat inzwischen jetzt auch eine hohe Bewertung. Aber da gab es deutlich sicherere Möglichkeiten, meiner Meinung nach einzusteigen. Eine Tesla würde ich jetzt auf diesem Niveau auf gar keinen Fall mehr anfassen. Auf gar keinen Fall. Guckst du dir denn Bewertungen an, wie jetzt KGV oder andere Fundamentaldaten? Aber ich meine, wenn man da jetzt mal auf Tesla guckt, dann dürfte die kein Mensch kaufen. Ja, gut, ich sage mal, KGV ist natürlich bei einem Wachstumswert nicht so der richtige Ansatz, ne? Da haben wir ja genug Kandidaten, die überhaupt keine Gewinne machen. Und wenn man sich mal anschaut, wo die Gewinne von Tesla hergekommen sind in den letzten 3 Quartalen oder in den letzten 2 Quartalen, ja, die sind aus Umweltprämien gekommen, die US-Regierung bezahlt hat, ja, wahrscheinlich damit die 3 Quartale hintereinander Gewinn machen und dann endlich in den S&P können oder so. Wenn man die Umweltprämien rausrechnet, die machen mit ihrem operativen Geschäft keinen Gewinn. Ja? Nach wie vor nicht. In Tesla steckt einfach nur Fantasie. Das ist auch alles in Ordnung. Wer die im Depot hat, soll die bitte auch gerne behalten. Habe ich gar kein Problem mit. Eine Apple zum Beispiel habe ich verkauft. Ja, ich hatte eine Apple im Depot sehr, sehr lange. Habe die jetzt kurz vor dem Split bei $500 verkauft. Ich sehe einfach, also ich schaue mir schon Fundamentalwerte an. Und bei einer Apple kriegen wir ja massig Fundamentalwerte. Und wenn man sich das ein bisschen längerfristig mal anschaut, dann sieht man, der Gewinn wächst nicht so wirklich. Ja, der Umsatz geht ein bisschen, aber der Gewinn wächst nicht wirklich. Und das, was sich da kursmäßig einfach getan hat in der letzten Zeit, das ist für mich an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ein bisschen too much. Ja, ich habe da dankend die Gewinne mitgenommen. Mich stört es auch nicht, wenn die jetzt nochmal 20, 30% steigt. Das ist kein Problem. Aber ich würde zu den Preisen jetzt nicht neu einsteigen. Es gibt Also wir genug sind andere natürlich auch Werte. aktuell, wir sind ja aktuell fast 40% oberhalb vom 200er gleitenden Durchschnitt, ne? Das ist schon Ja. sehr, sehr extrem. Ich glaube, das gab es auch noch nie. Ja, das ist sehr extrem, aber ich glaube, die ganze Situation, so wie wir sie jetzt haben, gab es auch noch nie. Ja, dass wir in einer Rezession, in einer tatsächlichen offiziellen Rezession in allen Indizes neue All-Time-Highs machen in den USA. Ich glaube, das gab es noch nie.
Nee, natürlich nicht, ja. Und es ist einfach nicht absehbar, dass es irgendwo ein Ende dieser Geldschwemme gibt. Ja. Wenn man sich mal die Bilanz anschaut der Notenbanken, vielleicht habt ihr irgendwas, was ihr mal zeigen wollt auf dem Chart, vielleicht auf dem Nasdaq oder auf dem DAX oder so. Dann würde ich mal gerade schauen, dass ich mal kurz ein Bild von den aktuellen Bilanzen von den Zentralbanken reinkriege. Die Apple-Kurse. Bitte? Ich kann dich nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wie es beim Rest ist, aber ich kann dich nicht mehr hören. Sorry, jetzt Ah, müsste man jetzt. mich wieder hören können. Okay. Ja. Sorry, hier ist gerade der Chart zu Apple nochmal, hier der Abstand zur 200-Tage-Linie, wo wir hier knapp bei 40% oberhalb der 200-Tage-Linie aktuell uns befinden. Und das ist natürlich schon sehr, sehr extrem. Aber hier nach relativer Stärke, ich habe ja auch mal hier die Top 3, die ich auch immer wöchentlich ja immer mal zeige, wo zum Beispiel auch eine Salesforce oder eine Nvidia hier aus dem S&P 100 sind. Das sind natürlich die, die jetzt auch extrem weit von dem 200-Tage-Linie ja, entfernt sind. Und wie man hier schon sieht, wir sind hier in den Extrembereichen, auch im RSI, ja, oberhalb von 80. Da waren wir schon mal hier im Februar. Danach ging es natürlich, was da unten bis zur 200-Tage-Linie zurück und dann ging es wieder weiter. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt, weil wir auch in so einem Extrembereich sind, wir wieder zur 200-Tage-Linie laufen und dann geht es wieder weiter. Ja. Aber eine Korrektur irgendwo Richtung 50-Tage-Linie ist immer mal wieder drin. Ja, das ist ja auch gesund, sage ich jetzt mal, ja, wenn da mal so ein bisschen wieder neuer Schwung reinkommt, sage ich jetzt mal, und ja, es nicht nur, sage ich mal, senkrecht nach oben geht, ja, mit den Kursen, ne? Ich meine, es ist schön, wenn man dann irgendwo dabei ist, aber es ist ja wie so ein Kartenhaus, das dann irgendwann auch mal zusammenfällt, ne? Aber gut, deswegen muss man halt umso mehr die Märkte beobachten und vielleicht auch das Augenmerk auf Einzeltitel legen, um halt da die eine oder andere Chance zu sehen. Na, Ja, genau. Und ich denke, da gibt es auch genug inzwischen. Und wenn du dir das mal anschaust, genau das, was du gerade gezeigt hast an der Apple mit diesem Abstand zur 200-Tage-Linie. Wenn man sich mal den Chart von der Boeing anschaut, ja, da ist dann zwar ein Unfall passiert und der hat ja nachher am Ende die ganze Abwärtsbewegung in der Boeing-Aktie in Gang gesetzt, schon vor Corona. Aber da war die Situation am Ende die gleiche. Ja. Wir haben einen historischen Abstand vom 200er Durchschnitt gehabt in der Boeing und auf einmal hat das Ganze dann gedreht und ist brutal nach unten gekracht. Ich musste mal schauen, ob du das siehst, aber es ist am Ende auch gar nicht so ausschlaggebend. Ja, ich sag mal, das, was im Moment klar. wirklich besonders ist, ich übertrage mal gerade noch mal schnell meinen Bildschirm, um das einmal zu zeigen. Ja, also das, was im Moment wirklich besonders ist, ist diese Situation hier. Das sind die Total Assets der Fed im Prinzip. Da sehen wir sind hier inzwischen an der, das sind Millionen hier, ja, 7.000 Millionen an US-Dollar, die die Fed im Moment hier in der Bilanz hat. Die erste starke Aufwärtsbewegung, na, wo hier richtig Geld gedruckt worden ist, das war in der letzten Rezession. Ja, die Rezessionen sind hier in Grau unterlegt. Das war hier 2008, 2009. Da ist das erste Mal richtig reingebuttert worden und dann ging das nachher so 2013, 2014 nochmal weiter. Und dann hat die Fed ja sehr lange versucht, die Bilanzen wieder so ein bisschen zu normalisieren und hat also dann in der Zeit auch die Zinsen angehoben und das haben die recht clever gemacht. Dann hatten sie am Ende auch wieder die Möglichkeit, Zinsen zu senken. Ja, das war ja ein Tool, was der EZB komplett gefehlt hat, jetzt in der letzten Zeit. Die Fed konnte das ganz gut benutzen, aber trotzdem, das, was wir hier sehen, das ist ein extremer Anstieg des Balance Sheets. Und das, was da am anderen Ende auch passiert, ist, dass Dollar gedruckt werden ohne Ende. Die werden in den Wirtschaftskreislauf gegeben, die werden an die Banken gegeben, die werden an andere Zentralbanken gegeben.
Und am Ende muss dieses Geld irgendwo hin. Und dieses Geld geht eben zum großen Teil in den Aktienmarkt. Ja, weil wenn wir uns anschauen, was es an Zinsen gibt auf den 10-jährigen oder auf den 30-jährigen Anleihen in den USA, das ist fast gar nichts mehr im Vergleich zu dem, was es früher gab. Und da ist die Entscheidung, die ein Anleger treffen muss, ob er ein bisschen Risiko nimmt und dafür in den Aktienmarkt investiert und damit auch was verdienen kann, oder ob er wenig Risiko nimmt und Anleihen bezieht oder Anleihen kauft und dafür aber am Ende eigentlich fast gar nicht mehr bezahlt wird. Naja, die Entscheidung ist dann nachher relativ einfach. Ja? Die Anleger müssen einfach in die Aktien. Und das war vor Monaten, als ich im März dieses große Diskussionswebinar hatte und die Bullenseite vertreten habe, da war das schon ganz genauso. Ja? Da war damals Ende März schon das geflügelte Wort an der Wall Street, war Tina. Ja? Und Tina steht für There is no alternative. Es gibt keine Alternative zu Aktien. Und das wird einfach so bleiben. Und jetzt war es über die letzten Monate so, dass die ganzen... Ja, die Frage ist natürlich, wie lange. Ne? Da gibt es natürlich auch die Kritiker, die sagen, ja, es kann ja jetzt nicht die nächsten 5 Jahre nur mit Gelddrucken weitergehen. Irgendwann ist natürlich vielleicht auch alles erschöpft. Ja? Ich meine, ich glaube, das, was hier gespielt wird, ist ein Test der Modern Monetary Theory. Ja? Ja. Wer das noch nicht kennt, vielleicht einfach mal googeln. Gibt es ein paar ganz interessante Beiträge drüber, kann man sich mal anschauen. Ich glaube, das ist das, was im Moment bei den Zentralbanken gespielt wird. Da geht es am Ende darum, dass Geld gedruckt werden kann in beliebiger Menge, so viel wie man braucht, solange die Inflation nicht anspringt. Und wenn man sich die Inflationsentwicklung anschaut, seit 2008 schafft die Fed es überhaupt kaum noch, ihr Inflationsziel von 2% zu erreichen. Selbst jetzt, wo die Geldmenge so extrem steigt, schaffen die das nicht, ihr Inflationsziel zu erreichen. Und zusätzlich ist ja jetzt zur Eröffnungsrede von Jackson Hole von Powell noch darauf hingewiesen worden, dass die Fed nochmal eine komplette Änderung in ihrer Finanzpolitik, in ihrer Fiskalpolitik an den Tag legt und zukünftig auch bereit ist, Inflationsquoten über 2% oder Inflationssätze über 2% zu akzeptieren, zu tolerieren, ohne regulierend einzugreifen, das heißt, ohne die Zinsen am langen Ende zu erhöhen. Ja, das habe ich auch gehört. Das ist ja, wo man dann sagt, ja, im Durchschnitt landet man dann wieder bei 2%. Ne? Jetzt ein paar Jahre. Man kann sich auch schönreden. Ne? Ja, ich sage mal so, man kann sich auch schönreden. Und am Ende, das, was er leider vergessen hat, ist zu sagen, wie er denn überhaupt diese 2,5 oder 2,6% erreichen will. Ja? Weil das versuchen sie ja die ganze Zeit schon, 2% zu erreichen. Sie schaffen nicht mal das. Wie wollen sie denn jetzt den Rest kriegen? Ja, und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, weil warum springt denn die Inflation nicht an? Ja, weil wir eine Technologisierung haben, weil alles günstiger wird, die Produktionsprozesse werden günstiger, es kann mehr produziert werden mit weniger Mitarbeitern und dadurch sind halt die Preise einfach stabil und steigen nicht wirklich. Ja. Ja, spannend ist in dem Zusammenhang ja auch die Entwicklung des US-Dollars. Ne? Also wenn man den jetzt im Vergleich zum Euro sieht, ne, so schwach war der jetzt schon seit Jahren ja nicht. Wir sind heute auch kurzfristig kurz über die 1,20 ja, gestiegen. Ja. Ich denke, das ist ja auch natürlich ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob da versucht wird, den Dollar künstlich günstig zu halten oder irgendwie zu drücken, aber ich meine, es gibt verschiedene Spekulationen, aber das, was in diesem Jahr, was man gesehen hat, von den Tiefs bei 1,08 bis jetzt auf 1,20 innerhalb von ein paar Monaten, das war ja auch schon ein sehr, sehr rasanter Anstieg aus Euro-Sicht jetzt. Ne? Ja, wobei da natürlich auch die Fed gegengesteuert hat. Ne? Das ist, das fällt tatsächlich zusammen mit dem Hoch im Dollarindex bei 108 waren wir, glaube ich, oder bei 104 waren wir im Hoch. Das war auch so am 22., 23. März. Und wenn man auf die einschlägigen Informationsseiten geht, dann findet man, dass zum 22., 23. März die Fed im Prinzip für die übrigen Nationalbanken der Welt die Geldschleusen geöffnet hat. Das heißt, Swaplines sind das. Diese Swaplines, die gab es vorher für 5 große Partner der USA und das Ganze ist erweitert worden
auf 13 oder 14 Länder die Swaplines bekommen haben. Und Swaplines sind am Ende nichts anderes, als dass die Zentralbanken von anderen Ländern, ja, Japan, Großbritannien, die EZB, die australische Nationalbank und so weiter, dass die sich alle quasi ja fast zinslos an den Dollarreserven der Fed bedienen können, um eben Refinanzierungen zu stemmen, um das Geld dann die Dollar an die übrigen Geschäftsbanken weiterzugeben. Denn das, was gerade in so einer Krise ja wichtig ist, ist, dass die Länder, die Geld brauchen, genügend Dollar zur Verfügung haben und genügend Dollarreserven auch haben, weil die sich natürlich meistens nicht in ihrer eigenen Währung verschulden, sondern in Dollar verschulden und weil sie dann geringeren Zinssatz zahlen. Und deswegen ist die Nachfrage nach Dollar so extrem angestiegen. Da ist der Euro dann runtergekracht und alle anderen Währungen im Übrigen auch, wenn man sich das anschaut. Australischer Dollar, neuseeländischer Dollar, alles ist zusammengebrochen gegen Ende März. Und so ab 22., 23. März, da sehen wir in den Währungen das gleiche V, die gleiche V-Erholung wie in den Indizes. Und das war tatsächlich eine künstliche Steuerung der Fed. Die hat dafür gesorgt, dass der ganze Druck aus dieser Dollarnachfrage rausgeht, und die hat dafür gesorgt, dass der Dollar fällt. Und am Ende ist es ja auch genau das, worum der Trump Monate vorher schon gebettelt hat. Ja, der wollte ja, dass der Dollar schwächer wird. Genau das ist Martin, ich passiert. will vielleicht noch, bevor die Stunde schon gleich wieder rum ist, noch ein paar, mal kurz meinen Bildschirm zeigen, nochmal vielleicht so im Schnelldurchgang, so ein Vergleich der Indizes wie DAX, S&P 500 und Nasdaq, um das Gesamtbild mal ein bisschen einzuordnen. Das dauert, glaube ich, dann auch nur 5 Minuten. Gerne. Ich schaue dann auch gerade mal in die Fragen rein, weil das ist auch ein Ja, bisschen genau, was. das war nämlich, das wollte ich mich auch gerade sagen, es wurde auch schon die Anmerkung gesagt, dass wir ja jetzt ein Wahljahr haben in den USA und die Wahljahre sind natürlich auch oft bullisch. Ja. Genau das sehen wir ja aktuell auch wieder. Dann kam die Frage, dass der September traditionell als schwacher Börsenmonat gilt, ob wir das ebenfalls jetzt auch so sehen in diesem Jahr. Ne. Ich weiß nicht, wie deine Meinung ist. Ich würde sagen, es ist schwierig zu beurteilen, weil wir jetzt ja auch ein extrem anderes Jahr haben, was irgendwie jede Statistik eigentlich sprengt. Ja. Ja. Von daher, wenn jetzt die letzten Monate auch so gewesen wären, ne, also ich sag mal, im Sommer wäre nichts passiert oder so, oder so ähnlich wie man sagt, Statistiken sell in May and go away, ja, das hat man ja in diesem Jahr auch nicht. Ja. Im Gegenteil, hätte man im Mai alles kaufen müssen. Ja, also ich glaube, das passt jetzt in diesem Jahr nicht so hundertprozentig. Ja, also das, was wir hier sehen, ja, Nasdaq alleine im August 11%. Das Ganze können wir uns im S&P auch noch mal anschauen, Ist weil der beste normalerweise Monat, ist glaube der ich, August. beste August seit 1980, habe ich gelesen. Genau, ja, normalerweise ist der August auch ein schwacher Monat. Ja, im S&P haben wir hier fast 7% im August, haben das neue All-Time-High gesehen im August. Was allerdings interessant ist, ist, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 positive Monate in Folge. Das gab es auch noch gar nicht so häufig in der Vergangenheit. Und wenn man sich das anschaut, diese Daten mal auswertet, ich glaube, dass die Auswertung ist gelaufen seit 1960 oder so. Wenn wir eine Phase hatten mit 5 positiven Monaten im S&P in Folge, dann haben wir in 96% der Fälle innerhalb eines Jahres nochmal höhere Kurse. Ja. Das heißt, man sollte davon ausgehen, aufgrund dieser Situation, wie wir sie jetzt haben, dass wir jetzt nicht irgendwie einen brutalen Abverkauf sehen und 50% tiefer stehen auf einmal, sondern die Wahrscheinlichkeiten sind sehr hoch, dass sich dieser Trend langfristig weiter fortsetzt. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht im September, Oktober vielleicht mal ein bisschen dagegen laufen und auch mal ein bisschen wieder zurückkommen und die Rallye ein bisschen abbauen. Aber prinzipiell ist das Ganze weiter bullisch zu werten. Ja, und genau so würde ich das auch werten. Und ich bin niemand, der jetzt sagt, okay, September ist ein schwacher Monat, ich stelle mal mein ganzes Depot glatt und versuche dann im Oktober wieder aufzubauen, sondern ich bin ein klassischer Trendfolger, und solange wie diese Trends laufen, solange bin ich dabei. Ja, mir Das geht heißt, es genau wie dir. Ich bin der Chart. manchmal irgendwo raus und muss dann wieder einsteigen, aber das so what, ja, das kostet ja heute nicht mehr viel. Das heißt, der Chart, der sagt dir schon, was du zu tun hast, ja? So sieht's aus. Ja, ich brauchte eigentlich gar nicht so viel überlegen. Gutes Stichwort. Vielleicht kann ich mal eben meinen Bildschirm übertragen. Einen Moment. Jetzt hoffe ich, dass der gesehen wird.
Machen wir kurz, wo wir gerade beim Thema Charts sind, vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung. Wie sieht es jetzt im DAX aus im Vergleich zum S&P 500? Mein Bruder und ich, wir gehen ja oft immer auf Endos Pitchfork-Analyse ein und da will ich auch kurz das aktuelle Endos Pitchfork, was wir hier im DAX sehen, einblenden. Ja. Nur ganz schnell, für die, die das noch nicht gehört haben oder gesehen haben, Endos Pitchfork ist eigentlich ein Zeichentool, was dann auch den Trend oder den übergeordneten Trend wiedergibt. Ja. Man verbindet da einfach drei signifikante Punkte, in dem Fall hier das Tief vom Dezember 2018, das ist hier der Punkt A. Dann das Hoch, was wir hier im Februar diesen Jahres hatten, das ist dann der Punkt B. Und dann guckt man, wann ist dann wieder ein signifikanter Tiefpunkt. Den hatten wir hier im März 2020, also diesen Jahres, das ist dann der Punkt C. Ja, und wenn man diese drei Punkte miteinander verbindet, dann erhält man dieses Pitchfork, also diese Mistgabel oder Heugabel. Und in dieser Range bewegen sich in der Regel die Kurse, auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass auch die Mittellinie hier, die man hier auch natürlich sieht, dass die relativ häufig angelaufen wird und ja, was auch hier in dem Fall der Fall war, wobei sich die Kurse auch sehr schnell nach oben wieder von der Mittellinie entfernt haben. Ja, und so ist jetzt die Situation im DAX. Zusätzlich eingezeichnet noch hier Fibonacci Retracements. Ja, da kann man gut sehen, die Strecke BC habe ich im Prinzip abgetragen. Da sind die 100%. Und dann können wir jetzt genau einordnen, wo stehen wir jetzt hier im DAX. Ja, DAX ist bei knapp 13.000 Punkten, also 12.960 sind wir jetzt. Und wir sind hier, wenn man die Strecke BC, wie gesagt, als 100% nimmt, haben wir jetzt schon eine Gegenbewegung wieder gesehen über die, ja, ich sag mal, letzte Widerstandsmarke wird das auch bezeichnet, diese 78%. Ja. Das gleich jetzt nur mal im Vergleich zum S&P 500 und zum Nasdaq, wo stehen wir da? Kurzer weiterer Hinweis noch, die 200-Tage-Linie ist hier die blaue Linie und die, die rote Linie und die blaue Linie ist die 50-Tage-Linie. Da sind wir natürlich auch oberhalb, ja, von diesen beiden Linien. Aber Sie werden es gleich auch alle sehen, im Nasdaq sieht da zum Beispiel die Situation auch ganz anders aus. Ähnliches Bild im Dow Jones, ja, etwas steilere Situation vom Endos Pitchfork, aber wir hatten hier auch ähnliche Punkte, also hier das Tief im Dezember 18, das Hoch hier im Frühjahr diesen Jahres, das Tief ebenfalls in diesem Frühjahr. Ja, und hat sich dieses Pitchfork ergeben und wir sind auch auf dem Weg zu der 100%, also zu dem Hoch, was wir schon im Februar hatten, da fehlt noch ein bisschen. Also eine vergleichbare Situation wie beim DAX, kann man schon fast sagen. Ne? Und natürlich oberhalb der 200-Tage-Linie, oberhalb der 50-Tage-Linie, die gleichen Kriterien haben wir hier auch. Wie sieht es beim S&P 500 aus? Ja, deutlich besser. Ja, also hier sehen wir das Vergleichsbild beim S&P 500. Natürlich oberhalb der 200-Tage-Linie, oberhalb der 50-Tage-Linie, das ist klar. Deutlich oberhalb der 200-Tage-Linie sogar. Aber hier haben wir die 100% Mitte August erreicht. Ja, also die 100%-Bewegung hier von BC und sind jetzt schon ja, über diese 100% hinaus und sind aber noch innerhalb dieses ja auch steileren Endos Pitchforks und haben aber natürlich auch noch weiteres Potenzial nach oben, also bis zu dieser Oberkante. Natürlich kann man da auch jederzeit natürlich mit Rücksetzern auch rechnen. Ne? Also es kann natürlich auch wieder zu diesem Ausbruchsniveau hier bei der 100%-Marke natürlich auch jederzeit natürlich zurückgehen, ne? Um dann neuen Schwung zu holen. Ja, aber das finde ich, das sieht man hier ganz gut in dieser Endos Pitchfork-Analyse, wenn man diese Indizes, und in dem Fall sind es ja die Futures hier, der Indizes miteinander vergleicht. Ja, und jetzt kommen wir zu dem am besten gelaufenen Index natürlich oder zu dem Future, zum NQ, also zum Nasdaq. Da reicht auch ein Endos Pitchfork nicht mehr aus, ne, aber da sieht man halt auch schon, wie früh hier beim Endos Pitchfork, also wann das schon verlassen wurde, ja, schon Anfang Juli. Aber wann auch schon die 100%, also dieser Bewegung, die wir hier bei den anderen Indizes wie DAX und Dow Jones noch gar nicht haben, die wurde schon bereits hier im Anfang Juni erreicht. Ja, also bei 9.700 Punkten hat man halt dieses Jahreshoch. Und ja, wir sind jetzt nicht bei irgendwie 78% der Bewegung, auch nicht bei 100%, sondern wir haben auch schon die 161% überschritten und sind jetzt hier immer weiter auf dem Weg nach oben. Und man sieht es hier in dem Bereich von 12.800 ist schon im Prinzip die 200%-Marke. Ja, also da ist schon, da an dem Beispiel sieht man, glaube ich, sehr deutlich, wie extrem der Nasdaq hier gestiegen ist. Ich meine, Abstand zur 200-Tage-Linie haben wir ja schon angesprochen. Das sieht man hier unten auch nochmal in diesem Indikator, den ich kurz zeigen möchte.
Wir sind ja, ich habe hier die 25%-Marke eingezeichnet, ja, die für den Index schon sehr extrem ist. Da liegen wir jetzt deutlich drüber. Ja. Also 30% liegt der Nasdaq oberhalb seines langfristigen 200-Tage-Durchschnitts. Ja. Und da können wir wirklich hier ewig zurückgehen. Also diese 25%-Marke, diese schwarze Linie, wann die das letzte Mal erreicht wurde, also ich glaube, das war nach der Finanzkrise. Ja. Hier sieht man es im Jahr 2009 war das mal der Fall, aber ja, seitdem nicht mehr. Ne? Also da sind wir jetzt schon wirklich in einem extremen Bereich, aber heißt natürlich alles nichts. Die Rallye kann natürlich weitergehen und wer dabei ist, kann sich freuen. Ja, da bleibt es natürlich auch spannend. Ja, das wollte ich nur kurz im Schnelldurchgang mal zeigen, dass man das so ein bisschen einordnen kann, dass man die Indizes auch gerne so auf diese Art, ich sag mal, vergleichen kann, wie ich es jetzt hier aber mit euch, schon gezeigt habe. Bei euch könnte man doch im Prinzip als Kunde, ja, wenn man sich das jetzt anschaut und sagt, hey, das ist so weit gelaufen, na, das muss ja auch irgendwann mal zurückkommen und da kommen dann vielleicht auch die ersten roten Kerzen und man fängt an, in so einen kleinen Downtrend zu laufen. Wie kann man sich denn bei euch, wenn man jetzt ein CapTrader-Konto hat und hat da seine ganzen Aktien drauf, wie kann man sich denn da absichern? Was würdet ihr denn da empfehlen? Ja gut, es gibt viele Möglichkeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, auch gerade für alle, die jetzt langfristig long-orientiert sind. Es gibt ja durchaus gute Möglichkeiten, sich auch mit Hedges ein bisschen abzusichern. Ja, und wenn man das Gefühl kriegt, der Markt macht so ein Rollover und dreht in die Abwärtsrichtung, dass man dann mit Absicherungspositionen, die dann natürlich ein bisschen Geld kosten erstmal, ist klar, das ist ja wie eine Versicherung, die man da bezahlt, ja, wo man dann aber am Ende vielleicht, wenn es tatsächlich ein bisschen rumpelt, noch ein bisschen Geld verdienen kann und das Geld dann wieder auf tieferem Level in seine Aktien stecken kann. Ja, also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ne? Also zum einen kann man sich natürlich mit Optionen zum Beispiel absichern, ja, also mit Long Puts, also indem man jetzt Puts kauft, ja, also indem man Verkaufsoptionen kauft, ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, dann profitiert man von fallenden Kursen, damit lässt sich auch ein, ja, Depot recht gut hedgen sozusagen. Man kann das aber auch machen natürlich mit ETFs, ja, also mit Short-ETFs zum Beispiel, die dann auch von fallenden Kursen profitieren. Man kann direkt Short gehen in Aktien, ja, also viele Aktien oder ja, fast alle kann man ja auch bei uns leer verkaufen. Das wird dann in der TBS angezeigt. Man sieht ja jetzt hier die TBS, alles was hier grün ist, ja, das ist hier die Spalte, ob ein Leerverkauf möglich ist. Ja, kann man sich dann hier anzeigen lassen, wie viele Aktien aktuell zum Leerverkauf verfügbar sind. Man sieht auch den Leihgebührensatz dafür, dass man sich die Aktien leiht, um die dann leer zu verkaufen. Ja, das ist natürlich bei jeder Aktie anders. Das kann man sich alles hier in der TBS anzeigen lassen. Ja, man muss aber auch beachten, vielleicht ganz kurz mal dazwischen, dass ein Stop-Loss als solches nicht immer auch ausreicht. Ja? Also ich sag mal, wenn wir sowas gesehen haben wie bei Wirecard, ne, da hat selbst ein Stop-Loss natürlich nicht viel gebracht. Da wäre dann schon Put auf jeden Fall die sichere Variante gewesen, ne, weil man da die Garantie hat, auch zu dem Kurs verkaufen zu dürfen. Ne. Das vielleicht nochmal als kleiner Denkanstoß, weil viele denken, ich habe ja einen Stop-Loss gesetzt, da kann ja gar nichts passieren. Es ist halt so, wenn der Markt geschlossen hat oder übers Wochenende am Montag der ein oder andere Wert ganz woanders eröffnet, dann hat man dieses Gap-Risiko, sage ich jetzt mal. Wenn Sie Optionen handeln, können Sie das umgehen sozusagen. Ja, ja, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und das ist der große Vorteil, dass bei uns wirklich alles machbar ist. Ne? Ob Sie jetzt Aktien handeln, ob Sie Optionen, Futures, Zertifikate oder was auch immer, Sie haben alle Möglichkeiten mit einem Konto. Ne? Und das hebt uns auch ab, sage ich mal, zu anderen Brokern. Genau, also ich war ja noch gar nicht fertig bei dem Aufzählen der ganzen Möglichkeiten, aber Christian hat das ja jetzt schon gesagt. Ne? Also natürlich kann man mit einem Future sich hedgen, ne? Indem man dann den Future natürlich verkauft und dort short ist. Man kann das auch über CFDs machen, falls das Konto jetzt das nicht hergibt, weil die Margin-Anforderungen für den Future zu groß sind. Wobei es ja auch jetzt mittlerweile oder schon seit über einem Jahr Mikro-Futures gibt, womit man da die Möglichkeiten hat, auf die größten US-Indizes da auch mit kleineren Konten zu handeln. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ja. Auch hier die Analyse-Tools in der TBS sind unbegrenzt. Ja. Wir haben ja eben auch schon über kurz über Fundamentaldaten oder Ähnliches gesprochen. Also wenn man da hier den Fundamentals Explorer zum Beispiel bei uns nutzt, ja, ist auch ein recht neues Tool.
Da kriegt man alles auf einen Blick hier angezeigt, was man wissen muss. Also neben der technischen Analyse ist das auch nochmal, ich denke mal, für viele interessant. Sie können, man kann sich Reuters News, Bloomberg TV anzeigen lassen. Also das bietet ja alles die TWS an. Auch ganz neu vielleicht der Hinweis hier auf den ESG-Score, ne? Environmental Social Governance, die wichtigsten Kriterien hier des ESG-Scores, wo auch immer mehr Hedgefondsmanager und die großen Unternehmen, die halt wirklich investieren, worauf die gucken. Ja, also der ESG-Score ist, wird immer wichtiger jetzt in Zukunft und deswegen ist der auch hier mit in die TWS eingeflossen, dass man sich mal anschauen kann, wie ist das Unternehmen denn überhaupt aufgestellt. Ja, also das nur am Rande. Also nutzen Sie die Möglichkeit, sich mal mit der TWS vertraut zu machen. Machen Sie ein Demo. Schauen Sie sich unsere Videos an, die wir zur TWS haben. Also wir haben ja da eine ganze Reihe schon aufgenommen. Ich glaube, fast schon 50 Videos der Webinare aus den letzten Jahren. Aber wir haben auch eine 10-teilige Serie. Ja, also eine 10-teilige Webinarserie, die aufeinander aufbaut, wo wirklich die Grundlagen der TWS erklärt werden. Ja, und hier kam nämlich auch schon die Frage, ja, warum ich mit Margina Trader arbeite und nicht mit der TWS. Das ist nicht so. Ja, also ich arbeite auch mit der TWS. Das sind einfach unterschiedliche Dinge, wofür ich die verwende. Wenn ich nachher gleich nochmal einen Bildschirm drauf habe, kann ich das auch nochmal zeigen. Bei mir ist also auch aktuell die TWS im Hintergrund geöffnet. Und alles, was ich im Optionsbereich mache, mache ich rein über die TWS. Und ich handle auch nicht über den Margina Trader, sondern ich nutze den als Analyseplattform. Und meine Trades lege ich tatsächlich alle über die TWS in den Markt. Ja, ist wirklich ein tolles Tool. Die TWS ist ja auch mit dem Argina Trader verbunden, dann über die API-Schnittstelle. Ja. Genau, korrekt. Ja, so sieht's aus. Ja, beide Plattformen haben ihre Vorteile, ne, sage ich mal. Ich habe ja gerade von den Fundamentaldaten gesprochen oder von den ganzen Optionstools und so weiter, die in der TWS sind. Das bietet so der Argina Trader noch nicht. Der kommt jetzt natürlich auch mit der Funktion, Optionen dort zu handeln. Das wird sich auch nach und nach weiterentwickeln im Argina Trader, aber das, was die TWS da schon kann, ist schon wirklich sensationell. Also alleine, was die ganzen Analyse-Tools angeht, wie ein, ich kann das ja zeigen, Option Strategy Lab zum Beispiel. Ja, da können Sie hingehen, Sie haben einfach nur irgendeine Idee, jetzt habe ich es auf einem anderen Fenster hier, Sie haben einfach eine Idee, wie sich eine Aktie entwickeln könnte. Ja, und dann können Sie diese Idee hier eingeben. Ja, gehen wir mal von mir aus auf eine Apple. Sie erwarten jetzt, dass der Kurs der Apple zwischen heute und dem 18. September, aber Sie können natürlich auch eine andere Laufzeit nehmen, 16. Oktober beispielsweise jetzt hier, dass der Kurs steigen wird. Dann geben Sie hier die Prozentzahl an. Ich gehe davon aus, der Kurs steigt 8%. Nur mal angenommen, klicken hier auf Fertig. Ja, und dann werden Ihnen hier mögliche Optionsstrategien passend zu der Idee oder zu der Erwartung, die Sie haben, hier angezeigt. Ja, und das kann man dann also jetzt in dem Fall machen mit einem Long Call oder indem man einen Put verkauft, um die Prämie zu vereinnahmen und so weiter. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Es werden auch Bull Call Spreads oder Bull Put Spreads hier angezeigt. Also sämtliche Strategien, die natürlich auch bei uns handelbar sind. Aber dazu, zu dem Thema Optionsstrategien, haben wir natürlich auch viele andere Webinare, die Sie sich gerne dann natürlich auch anschauen können. Ja, mega. Dann würde ich vielleicht einfach mal noch schnell, weil wir ja jetzt auch schon gleich am Ende sind, noch einmal kurz den Bildschirm holen. Dann würde ich vielleicht mal so ein, zwei Kandidaten, die ich jetzt für interessant halte, im Moment noch schnell zeigen. Vielleicht habt ihr da auch noch kurz was auf der Uhr. Klar, gerne. Und dass wir hier dann auch direkt was drin haben. So. Zack. Dann nehme ich mal die drei hübschen Männer hier wieder raus. Und gehe einfach nochmal kurz in meine Liste. Also das, was ich sortiere es mal gerade nach Namen hier, das, was für mich im Moment besonders interessant ist, zum einen habe ich ja schon gezeigt hier, ja, die Calyx finde ich interessant, wenn die über die 22 geht hier auf dem Daily, ist ein sehr, sehr starker Chart. Ja, und ich mag das gerne, wenn wir so eine Bewegung sehen, dann eine Korrektur, die jetzt hier ziemlich schön auch in einer Bull Flag läuft, na, dann so eine Korrektur. Und wenn wir dann aus der Flag nach oben rausgehen, ist das durchaus nochmal was, um eine Position aufzustocken kurzfristig oder einen kurzfristigen Trade zu machen. Dann
haben wir eine CarMax, die finde ich ganz interessant im Moment von der Grundausgangslage her. Gehe ich mal in den Daily. Ja, da sind wir hier im Daily. Da war diese Situation jetzt hier auch, dass wir in eine Korrektur reingelaufen sind. Und zwar nach einer längeren Aufwärtsbewegung sind wir hier in so eine schöne Wedge-Korrektur reingelaufen. Die ist jetzt heute hier schon ausgebrochen. Das ist im Prinzip genau das Setup, was ich sehen wollte über die Kerze von gestern. Erstes Kursziel einfach hier oben am All-Time-High und dann für den Rest der Position sich das Ganze fortsetzen lassen, entspannt. Ist ein schönes Level hier, ist ein schönes Support-Level, auf dem wir hier reagiert haben. Die finde ich sehr, sehr interessant. Match Group hat ein schönes Setup. Ja, auch eine lange Bull Flag, die wir hier sehen im Prinzip. Na, da wäre es auch interessant, wenn wir hier über die Zwischenwerte drüber gehen. Wenn die Kerze heute grün schließt, dann wäre zum Beispiel ein Breakout morgen über die Tageskerze von heute interessant. Das finde ich nicht schlecht. Finde ich auch eine schöne Reaktion hier. Earnings Gap, das Earnings Gap geschlossen bis hier unten hin. Und jetzt scheint sich das Ganze wieder so ein bisschen in die Aufwärtsrichtung zu entwickeln. Ja, wir sehen hier, Görstrend ist noch negativ. Wenn wir da in die kleinere Zeitebene gehen, kann man versuchen, über die kleinere Zeitebene dann hier den schönen Einstieg zu finden. Ja, da sehen wir sind hier im Trend gerade in der Findungsphase. Na, Trendindikator bewegt sich kaum. Das ist typisch für so eine enge Seitwärtsrange. Und da kann man im Prinzip darauf warten, dass wir jetzt hier eine neue Sequenz, ja, steigende Hochs und steigende Tiefs sehen. Jetzt läuft hier gerade der Test von diesem Zwischenhoch. Und wenn wir hier drüber weiterlaufen, finde ich das Ding auch super interessant auf der Long-Seite. Wenn man ein bisschen defensiver agieren will, nimmt man das Level hier, dann ist man auch aus der Flag raus. Das sind so. Kann ich ganz kurz unterbrechen, Martin? Auch länger. Ja, hattest du so eine ähnliche Situation, hatten wir auch bei Zoom, ne? Genau. Vor den Earnings, da hatten wir auch, ja, eigentlich so eine Seitwärtsbewegung, aus der Zoom dann ausgebrochen ist. Ich weiß nicht, ob du den Wert ZM, ist ja da eigentlich das Kürz, ob du die auch, ja, da drin hast. Ich glaube, den habe ich gar nicht im AT drin. Ich schaue mal kurz, ob der bei mir drin ist. Den habe ich sonst. Gut, jetzt ist natürlich heute mit plus 37%, auch aufgrund der Earnings, ist natürlich eine Extremsituation, dass. Aber nur, ja, da ist ja der Break ist gelaufen schon vorher, ne? Also genau, aber hier auf Tagesbasis hatte man ja auch die Situation, die hier. Genau, das meine ich, ja, genau. Ja, das war hier die interessante Situation. Wir haben diesen schönen Bullrun gesehen, sind hier im Trendindikator auf dem Daily auch richtig schön nach oben rausgegangen und hatten dann hier die Flag, sind aus der Flag rausgekommen und dann hat sich danach hier auch nochmal super toll. Na, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Initiale Bewegung nach oben, 2 Tage, 3 Tage Range, seitwärts, kleine Pause. Und nach diesen 3 Tagen gibt es dann nochmal Vollgas. Ja, das ist also, genau, immer Möglichkeiten, dann Positionen zu vergrößern. Ja, und das ist jetzt natürlich extrem, ja. Ja. Das war hier vorher schon super. Und dann geht das Ganze eben hier weiter. Und das sind so typische Situationen, wenn man mit so einer Aktie gut im Gewinn ist. Und weiß, am nächsten Tag kommen die Earnings und weiß nicht genau, wie der Markt auf die Earnings reagiert, dann ist das eine gute Möglichkeit, mit einem Put-Optionsschein, der weit aus dem Geld ist, nicht viel kostet, so eine Position abzusichern. Ja, da muss man natürlich schauen, das sind immer 100er Lots, die man da absichert, je nachdem, wie groß das Konto ist, ist bei einer Zoom, die über $300 steht, natürlich schon sehr viel, aber das kann man übers Delta-Hedging auch hinkriegen, dass man mit einer Put-Option einen kleineren Aktienbestand absichert. Ja. Also da kann man gute Sachen mitmachen. Und am Ende, wenn man sich jetzt hier auf eine Abwärtsbewegung absichert, weil man seine Aktienposition nicht verkaufen möchte, ja, und dann kommt so ein Gap, dann macht alleine dieses Gap alles wett, was man an Versicherung bezahlt hat und gibt noch einen Profit obendrauf. Und man war einfach auf der sicheren Seite unterwegs. Ja. Also das ist definitiv was man sich mal anschauen sollte. Diese Hedging-Strategie. Ja, also ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viele Werte, aber wenn du gerade den Bildschirm hast, du kannst natürlich mal kurz eine Square anklicken, ne? Ja. SQ ist ja das Kürzel. Ich meine, da gibt es jetzt keine so Chartformation, wo man sagt, das sind schöne Rücksätze, wo man einsteigen kann, aber wenn man sich den Trend mal anguckt, ne, wie die gelaufen ist, also unglaublich. Ja, und immer wieder. Mehrere schöne
schöne Setups, ne? Die Square, die hat hier ein super Ja, da Einstiegssetup gehabt im Dreieck, ne? Dann hatten wir hier nochmal ein Dreieck. Das ist am zweiten Tag dann hier schon rausgeholt worden. Das war nochmal in Ordnung. Also wenn man so charttechnisch handelt, findet man hier immer wieder Möglichkeiten. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das sind eben diese Werte. Der Gesamtmarkt, ja, der war hier im Juni noch weit unter Wasser. Und wenn wir dann sehen, wir haben einen Wert, der diesen kompletten Abverkauf schon wieder aufgeholt hat und neue Hochs macht. Und dann ist es ja wirklich perfekt, dann in dem Bereich hier noch eine Flag zu sehen, am Bereich des Widerstands. Den Breakout hier, den muss man einfach handeln, wenn man da charttechnisch unterwegs ist. Ja, hier steht alles auf grün. Ja, wir haben die Kreuzung zwischen 50er und 200er. Wir haben den Kurs deutlich oberhalb des Durchschnitts. Wir haben das neue Hoch gemacht. Wir haben die Flag am Widerstandsbereich. Wir haben den Trendindikator klar grün. Viel besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Genau, das ist ein gutes Beispiel, wo man natürlich auch dann den Einstieg vielleicht auch auf kleineren Zeiteinheiten gut finden kann. Ne? Genau. Ja, heute auch eine Doku sein, ne, mit 16% im Plus, obwohl sie schon gerade ein neues Allzeithoch eigentlich gemacht hat. Bei 260 waren die jetzt, ne? Genau, schon bei 260. Ja. Ist eigentlich auch Wahnsinn, was da bei den Werten, aber waren auch Earnings natürlich. Oder nee, Earnings kommen jetzt. Ich muss mal kurz gucken. 4. September, jetzt kommen Earnings. Ja. Ja. Ja, und das ist eben genau so ein Wert. Da ging es mir so, wie du vorhin gesagt hast, ja, man steigt eben auch mal ungünstig aus. Ich habe eine DocuSign sehr, sehr lange im Depot gehabt. Die habe ich hier unten in dem Bereich schon gekauft. Und dann sind wir hier in so einer parabolischen Bewegung nach oben gelaufen. Und als diese Kerze hier gekommen ist, habe ich so ziemlich am unteren Ende der Kerze bei 190 das Ding geschlossen. Ja, habe also bei 190 meine Gewinne mitgenommen. Und habe dann gesehen, dass wir ein, zwei, drei Tage Pause machen, am vierten Tag hier nach oben rausgegangen sind. Und dann musste ich tatsächlich hier oben bei 198, 199 wieder neu einsteigen. Ja, da habe ich natürlich fast $10 liegen lassen. Aber hey, das ist besser, als nachher gar nicht dabei zu sein. Und am Ende Genau sind das. das eben diese Versicherungskosten. Das kann genauso gut sein, dass so ein Wert, wenn der so eine initiale Momentumbewegung hier zeigt, dass er noch mal hier runter geht und den Bereich 150 vielleicht sogar unten die Ausbruchslevel noch mal testet, ja, diesen Bereich hier um 100, das ist alles möglich. Ja. Und deswegen bin ich lieber mal dabei und nehme dann auch mal Gewinne mit und muss dann vielleicht, wenn ich sehe, die Markttechnik zeigt mir, dass es nicht weitergeht, dann halt noch mal einsteigen. Ja. Ja, also das ist ja gerade das Thema Wiedereinstieg, ne, was so schwer ist, was viele auch psychologisch gar nicht so gut können, ne, eine Aktie dann wieder teurer zu kaufen, als man sie gerade verkauft hat. Aber ja, das ist ein Beispiel dafür, wo man sagen kann, da war es natürlich sinnvoll. Ich muss dich noch eins kurz fragen, weil du machst ja auch sehr viel Sport und trainierst ja auch viel. Was sagst du denn zu Peloton? Ne, also kam ja auch gerade eine Frage im Chat. Super, habe ich im Depot. Ja, also das für die, die es nicht kennen, die haben ja im Prinzip so Spinningräder, die man sich dann zu Hause ins Wohnzimmer stellt und man kann dann Online-Kurse abonnieren, ne, für, weiß ich nicht, $50 oder Euro im Monat und ja, die sind seit Herbst letzten Jahres an der Börse und war jetzt auch nicht das schlechteste Investment, ne? Nee, da kann ich da mal ganz kurz was zu zeigen, weshalb die interessant waren, relativ früh schon. Ja, also ihr habt ja wahrscheinlich inzwischen mitgekriegt, ich bin immer gerne so ein bisschen charttechnisch unterwegs und das, was wir hier gesehen haben, ist im Prinzip wie so eine SKS-Formation, die ist nicht besonders schön, weil die linke Seite viel zu lang ist im Vergleich zur rechten, aber ich mag diese Strukturen, die entstehen im Prinzip wie diese typischen Formationen, die man gerne tradet. Und wir haben hier eben genau diese Situation, wenn wir uns anschauen, wo dieser Ausbruch gelaufen ist, ja, zeitlich. Da sind wir hier am 6. Mai. Das heißt, diese Aktie hat nach dem großen Corona-Crash, ja, was ja hier im Vor-Corona-Feld schon angefangen hat und dann mit Corona hier sich nochmal exorbitant verstärkt hat. Da haben wir hier eine Bewegung gesehen, die uns, ich zeige es mal, ja, die uns hier eine Formation gebracht hat, die ganz klassisch ist, ja, so eine Tasse-Henkel-Formation. Das ist eine ganz typische Trend-Fortsetzungsformation. Normalerweise kommt der Markt dann hier von unten. Eine Peloton ist noch nicht so lange am Markt, die gibt es noch nicht so lange, aber das war eine ganz typische, ganz klassische Einstiegsvariante hier. Und das eben wieder in Verbindung
Wir machen am 6. Mai in der Aktie das neue All-Time-High, wo fast alle Aktien weltweit noch deutlich unter Wasser sind. Ja. Und es gibt keine bessere Möglichkeit einzusteigen als so eine Situation für eine Einzelaktie. Ja. Dabei Brutal auch der starkes Ding. Einstieg, gleichzeitig ein neues Allzeithoch, ne? Ich meine, so lange Genau. war ich ja noch nicht an der Börse, aber Genau. klar, es war ein neues Allzeit. Was hältst du denn generell von der Strategie, eine Aktie zu kaufen, wenn die ein neues Allzeithoch macht? Finde ich super. Finde ich wirklich super. Bin ich ein großer Ich Freund auch. von. Weiß ich, dass ganz viele Händler das nicht mögen, weil man hätte ja die ganze Zeit vorher schon viel billiger kaufen können. Aber ganz ehrlich, schaut euch mal Charts an aus der Vergangenheit von Aktien, die lange gelaufen sind. Ich nehme einfach mal hier so einen Klassiker raus. Selbst Ja, bei der Peloton Amazon. wäre es ja super auch gewesen schon, ne? Also Selbst bei gab der es Peloton Peloton wäre es super gewesen, aber ich will eigentlich was anderes zeigen, wenn man sich das Ding langfristig anschaut, hier auf Monatschart, ja, seit 2015. Wenn man die jetzt einfach Amazon hier mal jetzt. auf dem Monatschart durchzählen würde, wie viele und All-Time-Highs wir hier hatten auf dem Weg nach oben, und die waren alle, so wie sie da sind, waren die alle kaufenswert. Ja, da war nicht ein Hoch bei, was man nicht hätte kaufen sollen, wenn man sich jetzt im Nachhinein die Kursentwicklung anschaut. Und das, was mich viel mehr interessiert, als ob das ein All-Time-High ist, ist, wann machen wir denn das All-Time-High? Ja, ist das, nachdem der Gesamtmarkt schon längst über die Hochs gelaufen ist und wir haben hier so einen Laggard, der einfach hinterherläuft? Oder machen wir das in einer Situation, wo der Markt noch viel, viel Platz hat bis zum alten Hoch und wir machen hier All-Time-Highs in einer einzelnen Aktie, die eben gerade extrem stark ist? Und dann ist das ein absolutes Kaufsignal. Ja, viel besser geht es ja gar nicht. Definitiv. Und es gibt ja auch genug Scanner, die einem die Aktien rauswerfen, die zwei neue Hochs Genau. markieren. Ist also für jeden machbar, sagen wir mal so. Genau. Ja, wer das mal lernen will, vielleicht auch, wie diese Scanner funktionieren, wie man sowas macht, wie man sich auch selber einen Scanner baut, der einem nachher eben genau diese Aktien raussucht, die für einen hier gerade interessant sind. Da schmeiße ich jetzt frecherweise in den Chat hier nochmal den Link zu unserem Workshop am 26. und 27. September bei CapTrader. Wer ein scharfes CapTrader-Konto hat und damit auch handelt, der kriegt hier sogar einen 10% Rabatt drauf. Ja, das übernimmt dann CapTrader für euch, weil es halt einfach wichtig ist, dass Händler, auch private Händler, gut geschult sind, wissen, wie sie die Werte finden, die sie brauchen und eben auch in der Lage sind, sich ein vernünftiges Portfolio aufzubauen. Ja, sei es jetzt langfristig, sei es mittelfristig oder sei es im Swing Trading. Und wen das interessiert, mal genau in die Techniken reinzugucken, wie wir das machen, dem kann ich das echt ans Herz legen. Das sind zwei tolle Tage, die wir da zusammen haben. Es sind nicht mehr viele Plätze. Wir haben, glaube ich, nur noch zwei oder drei Plätze, dann sind wir voll. Wer da noch Interesse hat, gerne einfach anmelden. Ja. Definitiv. Guter Tipp. Ja, ich gehe noch mal kurz auf die Fragen ein, die wir jetzt hier gesehen haben. Zwar, hier kommt eine Frage, ob das RSL-Ranking in der TWS analog zur Funktion im Agena Trader möglich ist. Ja, mit RSL gibt es so ein Ranking in dem so gesehen nicht. Es gibt den Mosaic-Market-Scanner, den Sie nutzen können, oder generell den Market-Scanner, der nach bestimmten ja, Indikatoren dann auch funktionieren kann, wo Sie sich dann natürlich dann auch ein Ranking erstellen können. Und genau, dann kann man natürlich auch die Einheit verändern, ja, ob das jetzt auf 10, 5 oder 60 Tage ist oder was auch immer für einen Zeitraum der RSL berechnet werden soll. Da kommt noch eine Frage: Gibt es ein neues deutsches Handbuch für die TWS? Nein, gibt es nicht. Ja, ich glaube, das letzte, ich weiß gar nicht, ist von 2007 oder was. Ich weiß, es hat wirklich jetzt ewig schon her, seit es mal ein Handbuch für die TWS. Aber es gibt natürlich ja, viele Erklärungen und Videos und mittlerweile auch auf Deutsch natürlich. Ja. Aber ein direktes Handbuch auf Deutsch gibt es so gesehen nicht. Es gibt dieses Online-Handbuch auch auf Englisch, wo Sie auch mit Suchfunktionen arbeiten können. Aber Neues gibt es auf Deutsch nicht. Ja, aber ihr habt ja auch wirklich gute Videos online. Ja, da kann man sich auch eine Menge rausziehen.
Ja, ich finde, es ist auch jetzt nicht so wichtig, 1500 Seiten des Handbuchs durchzuarbeiten, wenn man dann nur, in Anführungszeichen, vielleicht Aktien handelt. Ja, dann muss man ja die Funktionen zu Optionen, Futures, die ganzen Features gar nicht kennen. Ja, so kann man halt individuell sich die Videos von uns anschauen. Ne? Die sind ja auch nach Kategorien sortiert. Und da denke ich, da ist für jeden was dabei. Also für einen Optionshändler, für einen Futures-Händler, für einen Aktienhändler, für die, die ETFs handeln möchten. Ja, also egal, ob man Daytrading betreibt, Swingtrading oder halt Langfristinvestor ist, wir haben da für jeden die entsprechenden Videos mit Erklärungen zur TWS auch. Genau. Eine Frage war noch, ist jetzt schon was länger her, als wir eben über Leerverkauf gesprochen haben. Ist natürlich klar, wenn ich die Aktie selber im Depot habe, kann ich sie nicht leer verkaufen. Zur Absicherung ist klar, dann schließe ich den Wert natürlich. Aber man kann natürlich, ja, ich sag mal, entweder ETFs oder generell, wenn ich sage, ich möchte jetzt auf fallende Kurse setzen, dafür den Leerverkauf nutzen. Zur Absicherung, ja, wie gesagt, die Mittel wie Optionen oder Stop-Loss oder was auch immer, was wir da angesprochen haben. Ne? Also da Aber muss man klar, auch ein bisschen nein. aufpassen, finde ich. Diese Geschichte mit dem Hedging im gleichen Wert, die ist relativ sinnlos. Ja, also es macht wirklich keinen Sinn, eine Aktie leer verkaufen zu wollen, die man als Long-Position im Depot hat. Ja, entweder man hedgt sich über den Gesamtmarkt, dass man einen Short-ETF nimmt oder eben einen Put auf einen S&P oder sowas. Oder man sucht sich tatsächlich dann schwache Einzelwerte und verkauft die leer und behält die starken Werte im Depot auf der Long-Seite. Das macht deutlich mehr Sinn. Ja, es macht keinen Sinn, wenn ich eine Apple-Aktie Long habe, die dann auf der anderen Seite Short verkaufen zu wollen. Dann kann ich auch glattstellen. Ja, die Gebühren sind so gering, das macht einfach keinen Sinn. Dann lieber in so eine Pair-Trading-Strategie, ne, wie du gesagt hast. Ne? Starke Genau. Aktien morgen, starke Short. Es kommt nochmal die Frage, wo findet man den Kurs am 25. 26.09.? Also wo kann man sich anmelden? Ich denke, du hast eben den Link rein Genau, ich geschickt. habe gerade den Link in den Chat gepostet. Das ist auf der Seite von Mike, ist das Anmeldeformular auf der Seite investorschule.de. Da ist auch nochmal eine größere Beschreibung, worum es geht, was die Inhalte genau sind. Und da kann man sich das auch in Ruhe alles nochmal anschauen. Und wenn irgendwie noch Fragen sind, dann einfach eine E-Mail schreiben. Ja, entweder an mich, an info@daytradingcoach.de oder über das Kontaktformular bei Mike auf der Seite. Das ist auch kein Problem. Super. Ja, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr, die jetzt reingekommen sind. Wir haben ja auch schon ein bisschen überzogen. Eigentlich hatten wir gedacht, wir schaffen das alles in einer Stunde. Gut, dass Mike nicht dabei war. Nein, Spaß beiseite, aber dann wären wir wahrscheinlich 2 Stunden gebraucht. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank auch natürlich für die Interaktivität, also für die Teilnahme, dass Sie die vielen Fragen gestellt haben zu unterschiedlichen Werten. Zu unterschiedlichen Strategien, Depotabsicherung hat man dabei, verschiedene Indikatoren, verschiedene Aktien. Ich denke, da war für jeden waren da spannende Themen dabei. Martin, auch vielen Dank an dich, dass du uns hier aus der weiten Ferne zugeschaltet warst. Ja, Nein, sehr gerne. Ne? wir hätten es ja fast hier zusammen vor Ort machen können, so dicht wie du hier am Düsseldorf ja auch wohnst. Nein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, und ich denke, wenn das Format gut angekommen ist, es kommt schon von einigen hier das Dank dafür, dann werden wir das auch mit Sicherheit wiederholen und in ähnlicher Form in naher Zukunft natürlich nochmal durchführen. Na klar, super gerne. Ja. Gut, dann bleibt mir ja nicht viel von meiner Seite. Allen einen schönen Abend, euch natürlich auch. Ja, dann eine angenehme Restwoche, erfolgreiche Trades und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, ebenfalls schönen Abend, alles Gute und ja, an alle Teilnehmer bleiben Sie gesund.